Hallo und willkommen zurück in einer neuen aufregenden Folge Dark Souls. Heute beenden wir Pharaons Feste, das heißt, wir entledigen uns des Aschefürsten, der hier sein Unwesen treibt. Beim letzten Mal habe ich ein wichtiges Item vergessen. Das ist hier, wo du uns dieser erste Schattenritter begegnet. Den durfte ich jetzt nochmal aus den Latschen hauen. Dafür bekam ich sogar seine Latschen. Und zwar haben wir eine Kohle vergessen. Die Kohle des Weisen, die ist für unseren Schmied. Und die soll er natürlich auch bekommen. Mit dem Säbel nun so, neben dem Spielen, kann es ganz gerne mal sein, dass ich ein Item übersehe oder vergesse. Ich kontrolliere das dann immer nach und schaue, ob auch wirklich alles da ist und die Kohle eben hat gefehlt. Und das hier, Steinbarmer, haben wir auch vergessen. Mir gar nicht aufgefallen. Aber das wäre auch nicht ganz so wichtig gewesen. So, ich will jetzt aus dieser giftigen Pampe raus. Da vorne ist mein Leuchtfeuer. Ja, die Schnecke dann immer noch mit. Weil sie gerade so schön im Weg ist. So. Bleibt doch da, wo wir gerade waren. Wir müssen zu den Ruinen der Feste. Jetzt gilt es noch ein paar Items einzuheimsen, ein paar Gegner auszuschalten und dann, meine lieben Freunde, stehen wir dem ersten wirklich starken Gegner gegenüber. Da dagegen ist alles andere nur Beiwerk gewesen. Wir laufen hier die Rampe runter und halten uns in diese Richtung. Sammeln hier dieses Item ein. Eine kleine Titanitscherbe. Wird immer gern genommen. Und dann treffen wir hier auf einen altbekannten, die Grabbe. Und wir sehen einen weißen Baum. Und ein weißer Baum heißt, wir bekommen Unterstützung. Das heißt, wir brauchen hier nur passiv zu bleiben. Den Rest erledigt unser Freund, der Riese. Und wenn die Krabbe jetzt hierher kommen würde, dann würde er die auch erledigen. Hallo, wärst du fr so freundlich? Hier braucht er tatsächlich nur passiv zu bleiben. Das macht alles der Riese. Ausweichen müsst ihr natürlich selber. So, den letzten Hit kriegst du von mir. Wappenring, lauernder Drache, schauen wir uns dann gleich an. Krone von Dusk. Ein junger weißer Zweig. Ein Seelencontainer. Eine Glut, die werden wir dann gleich brauchen. Oder vielleicht sogar mehrere. Gott sei Dank habe ich heute genug gefarmt, damit dass ich ein paar mehr habe. Goldenes Harzbündel. Das gleich sechsmal. Und noch ein großer Seelencontainer. So, das war es aber noch lange nicht. Hier gibt es noch ein bisschen mehr. Muss mal schauen, muss mich orientieren. Hundelein. Ein Gru-Hund. Und ja, hier ist es dann. Hier wird es dann brandgefährlich. Hier wird es dann richtig unangenehm. Nicht bei diesen Typen, die sind nur Beiwerk. Aua! Trotzdem eine ganz lästige Sache.
hier bei diesen Pilzmenschen da, oder was auch Pilzmännchen, vielleicht ist das sogar Toad von Super Mario, man weiß es nicht, gibt es noch ein Item. Und jetzt schaut mal hier um die Seite herum. Hier sind gleich drei von den Baumtypen da. Und einer von ihnen hat einen Bogen, den ich haben will. Und natürlich liegt auch noch ein Item, das wir haben wollen. Die sind ein bisschen anfällig gegen Pfeile. Das kann man ein bisschen ausnutzen. Aber nicht allzu lang. Und das sind die gefährlichsten Dinger, die er machen kann. Die suchen nämlich ihr Ziel. Das Ziel sind natürlich wir. Aua. Ja, der hat mich. Doch nicht. Aber gleich. Hier sieht man mal, wie man es nicht macht. Also macht es mir nicht nach. Aber der erste ist mal weg. So, dann holen wir uns den zweiten. Dem Schwert, das ich habe, sage ich euch dann gleich, wo ich das her habe. Aua. Da, Fares Schwarzbogen, den wollte ich haben. Puh, und das dritte. Pupgesicht. Lassen wir Pupgesicht sein. Holen uns das Item und holen. So. Hier gibt es auch noch ein paar Gegenstände. Und zwar ein Sonnenlicht, alles mal. Und was uns jetzt sehr gelegen kommt. Danke. Man soll die Leute ausreden lassen. Was uns hier sehr gelegen kommt, ist die Estus-Suppe. Und dann gibt es hier an der Seite noch was. Nämlich die Wolfsblut-Grasklinge. Hört sich nach Waffe an, ist aber keine. So, nun gehen wir nochmal zurück zum Leuchtfeuer, wenn ich es denn noch finde. Da oben. Wir laden unsere Flakons auf und dann geht es rein ins Vorgebiet zum Boss. Nicht das Hauptgebiet, sondern das Vorgebiet. Alles resettet. Die Schnecken auch. Sehr schön. So, hier sieht man schon das erste Item, aber nicht hinlaufen, das ist eine Falle. Nämlich hier oben steht wieder so ein Geschichtenerzähler und da unten sind diese Vögel, die er dann bufft. Können Sie noch vom Pfad der Opferung? So, das war's mit den dreien. Jetzt können wir einsammeln gehen. Der angenehmste Teil der ganzen Sache. Ein Beichtstein.
So, nun geht es hier nach oben. Und jetzt sollten wir schon sehen, hier wird gekämpft. Die lassen wir einfach mal alleine. Ja, der eine kommt eh schon zu auf mich. Das sind nämlich auch diese Ritter und die mögen irgendwie die Grus nicht. Der hat gar nichts auf den Deckel gekriegt. Sehr schön für mich. Aua. Dank dir kriege ich noch eine Giftladung ab. Und so hart diese Typen hier auch sind, ich würde euch vorschlagen, dass ihr hier ein bisschen farmen geht. Den geborstenen roten Augapfel bekommt ihr immer wieder. Aber zum Beispiel das Schwert habe ich von denen. Die Ausrüstung ist von einem schwarzen Ritter. Großteils. Da Finstermaske, das ist der Helm von denen. Nur den habe ich schon, der ist nicht ganz so knusper. Verdiente Seelen. So, jetzt geht's hier drinnen weiter. Illowand? Nö. Hier ist schon das nächste Leuchtfeuer. Ich habe es heute schon aktiviert. Ich habe hier ein bisschen trainiert beim Probelauf. Hier geht's dann weiter. Und hier geht es zu diesen zwei Items, die man unten gesehen hat, aber noch nicht mitnehmen konnte. Wir gehen aber zuerst da ganz nach hinten. Da um 6 sieht man schon. Habe ich der jetzt getötet? Nee. Getötet von den Crew, das wäre fast peinlich. Hier haben wir wieder eine Kristallechse. Das Schema gilt das gleiche wie immer. Nicht zu gierig werden, angreifen lassen. Ein, zwei Hiebe und Ruhe geben. Hier haben wir einen kleinen Vorteil. Hier kann sie nicht ganz so agieren. Aber es ist trotzdem ein harter Gegner, also nicht unterschätzen bitte. Auch wenn es bei mir jetzt vielleicht ein bisschen leicht aussieht. Zweimal Titanitschuppe, das kann sich ja sehen lassen. Eine große Zauberwaffe, ein Zauber und ja, jetzt kommt eine Abkürzung. Ich gehe jetzt nicht rein, man sieht es da vorne, der schwarze Ritter. Das ist eine Abkürzung zum Wald der Kreuzigung und wenn ich da jetzt rausgehe, kommt mir gleich der Typ mit dem Kreuz am Rücken entgegen. Den muss ich jetzt nicht haben. Die Abkürzung ist für eine Farmroute gar nicht mal so schlecht. Also ich farme viel im Wald der Kreuzigung, weil es da starke Gegner gibt, unter anderem eben auch diesen schwarzen Ritter. Und dann kann man das Ganze natürlich noch ausdehnen, indem man hier rüber geht bis zu den Schattenrittern da. Und kann so Ausrüstung und EP, also Seelen farmen. So, ich nehme mir jetzt einen Heimerknochen. Ich bin auf die Basilisken da unten jetzt echt nicht scharf, ja. So, Heimerknochen, wo bist du?
Leuchtfeuer der letzten Rast. Gut, müssen wir nochmal reinlaufen. Alles nochmal. Wäre zwar eh egal gewesen, hätten wir ja sowieso nochmal müssen. Jetzt gibt es noch ein paar Gegenstände und dann. Dann wird's eklig. Dann geht's zum Boss. Und der ist backehart. Wie gesagt, ist der erste der vier Aschefürsten und naja. Es ist ja nicht nur ein Aschefürst, das ist ja das Problem. Es sind mehrere. Dann schauen wir mal. Die Ritter kämpfen mal wieder. Diesmal leben beide. Das heißt, ich muss mir einen rauspullen. Ja, der geht an die Seite. Das ist sehr gut. Jetzt ist uns das Glück nicht mehr hold. So, jetzt geht's noch hier rauf. Na komm. Das war's dann eigentlich. Au! Findest du? Da hinten hört man den Boss schon werken. Oh, dann gibt es da roter Augapfel. Ganz kurz mal das Gift heilen. So, jetzt gibt es einen kurzen Cut. Es hat an der Tür geläutet und dann geht's weiter. So, da sind wir wieder und jetzt geht's mal zum Boss. Ich konsumiere vorher noch eine Glut. Aus einem bestimmten Grund. Erstens, dass das Leben voll ist und zweitens, und wir haben auch mehr als genug. Man erkennt es etwas schlecht, aber man kann sich jemanden zur Hilfe holen. Und das machen wir auch. Denn wir haben es da drin nicht mit einem Gegner zu tun, sondern mit mehreren in der ersten Phase. In der zweiten Phase ist es dann noch ein Ticken schwerer, haben aber nur einen Gegner vor uns. Und wir lernen auch eine neue Geste. So. Wir starten.
Gut, Thumbnail gemacht. So, los geht's. So, jetzt kommt ein Schwarzer, ein Rotäugiger dazu, der hilft uns sogar. Solange wir ihn nicht schlagen, wird er auf uns nichts tun. So, der Rotäugige ist Geschichte. So, zweite Phase. Jetzt wird's eklig. Jetzt wird's wirklich eklig. Jetzt hat er dann ein Feuerschwert, vereint die Stärke aller in sich und hat eine extreme Range. Und wir haben nur noch Gotthard, der uns hoffentlich hilfreich zur Seite steht. Die Animation ist geil. So, gleich Schild hoch von Anfang an. Das Schöne ist, man kann, wenn man schafft, im Backstab. Oh, oh, oh. So will ich das. Danke, Schwarzer Gotthard. Das war's. Der erste Aschefürst liegt vor uns da nieder. First 3. Wunderbar. Leuchtfeuer entzündet und ich würde auch da mal sagen, für diese Folge, Leute, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffentlich dann schon ganz gesund und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.